da geht es natürlich darum, dass man Super Mario spielen kann, aber nicht mehr so, wie man es gewohnt ist, sondern man lässt den Agenten, also Mario, sich selbst spielen sozusagen. Also Mario ist ein intelligenter Agent, der von einem kognitiven System gesteuert wird. Und das System, das beinhaltet Motivation, Sprachfähigkeiten, es kann Ziele selektieren, also es kann bewusst, also mehr oder weniger bewusst, bestimmte Ereignisse im Spiel auslösen und planen, wie es das eben erreicht. Da steckt eine ganze Menge Technik dahinter. Also im Wesentlichen, also der Schlüsselaspekt dazu ist, dass wir Erkenntnisse aus der Psychologie einbinden und aus der Linguistik und anderen Kognitionswissenschaften. Das heißt also zum Beispiel das Referenzprinzip, dass also ein Vorwärtsmodell, also ein Modell darüber, wie sich die Welt entwickelt, gelernt wird anhand dessen, was man, wie die eigenen Erwartungen von den tatsächlichen Ereignissen auseinandergehen. Und darüber lernt Mario. Emotionen spielen insofern eine Rolle. Also Mario hat sozusagen künstliche Emotionen, aber die haben wir gar nicht so genau untersucht. Also er hat eigentlich mehr Motivation. Ist also motiviert, irgendwas zu tun. Und das kann sich natürlich auch irgendwie in Emotionen äußern. Also zum Beispiel, wenn man ihn fragt, wie geht's dir, Mario, dann ist er halt glücklich. Oder eben auch nicht, kommt drauf an. Also wenn er Ziele erreicht, wird er dadurch glücklicher. Und wenn er sie nicht erreicht, wird er nicht so glücklich. Also sozusagen ein Effekt der Motivation. Ich bin eigentlich sehr beeindruckt davon, wie das hier aussieht und wie kreativ die Leute hier sind vor allem. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Leute, die ja verschiedene Aspekte ansprechen, über Spiele, über kreative, emotionale Spiele mit intelligenten Agenten. Und ich würde dazu raten oder ich würde es toll finden, wenn in Zukunft mehr solche Spiele halt entstehen, die auch, also wo man nicht nur über die Spielfigur selber was lernen kann, sondern wo auch die Spielfigur vielleicht was über uns lernen kann. Also wirklich eine Lernfähigkeit, ein Anpassungsvermögen in den Spielfiguren vorhanden ist.